Larissa und ich. Wir sind jetzt hier essen. Schon mein Tee ist schon da. Larissa wartet noch auf den Kaffee. Salat ist auch schon ein bisschen da. Bisschen Brot. Bisschen was zum Ditschen. Was das hier noch? So ist das Käse. Käse und die Oliven. Oh, sieht doch gut aus. Zwiebel hat Larissa. Ich habe richtig einen Salat. Und wir sind hier. Discrimination! Hier, ja, an der Uhr hier in Mammutla bei der Barbarossa, ne, wo es zum Samstagsmarkt da drüben reingeht. Ne? Und. Ja, kann. Jetzt kommt noch ein Teller. So. Und wir wollen da jetzt verfuttern hier den Gutschein, den ich zum Geburtstag bekommen habe. Hier. Vielen lieben Dank den edlen Spendern. Wir werden jetzt verfuttern, ne, den Gutschein. Aber jetzt ist hier die Menükarte mit Preisen drauf. Und ich denke mal, oh. Aber die machen jetzt alles richtig schick. Da, das ist der türkische Kaffee hier, den Larissa jetzt bekommen hat. Ja, sieht doch gut aus. Ne? Richtig edel. Na, wir lassen uns erstmal schmecken, was wir jetzt hier so drauf haben. Und dann hier. Wenn das Essen kommt, dann melde ich mich wieder. Unser Essen ist jetzt da, was hier Larissa sich da bestellt hat. Das kann ich nicht ganz so sehen, aber es ist eine heiße Pfanne. Çoban kavurma. Çoban kavurma. Çoban kavurma. Kavurma. Hier, steuert doch. Das ist... Kavurma ist Kalb, ne? Kalbsfleisch. Irgendwie so eine Art Gulasch kavurma. Oder sowas. So, ja, mit. Fleisch, Pilzen, Also, mit Gemüse. Und ich habe hier einen Steak mit Champignonsauce. Na, lassen wir es erstmal schmecken hier. Guten Abend. Wir haben hier einen Kostgänger bekommen. So eine kleine Katze, ganz schwarz, mit richtig schönen Augen. Da. Sie bettelt die Larissa an. Ja, mir pachnet mir so. Aber es schmeckt wunderbar. Ganz super. Also Qualität ist total top. Ne? Also ich habe mal einen Steak hier und der Steak Medium. Ganz super. Einwandfrei. Da der kleine Kostgänger, der kriegt bald mehr ab als hier Larissa. Schubst Larissa mal wieder an. Oh, ich habe noch Hunger. Gib noch was. Jetzt ist sie bei mir an meiner linken Seite. Eine schwarze Katze links. Glück bringt's. Wollen wir mal sehen, wie die Rechnung ausschaut. Ne? Und Larissa hat's geschmeckt. Super, ne? Also ich kann auch nur sagen, hat super geschmeckt. Also top. Also das Restaurant kann man weiterempfehlen. So wie ich schon gehört habe, hier waren wohl früher viele die deutsche Gäste und das Personal, das spricht auch ein bisschen Deutsch. Also Steak, Medium, super, wunderbar, ganz große Klasse. Und auch Larissas, die Pfanne da mit dem Gulasch, einmal frei. Geschmacklich super, Fleisch super. Also kann ich meckern. Noch gucken nach dem Preis. Zum Abschluss gibt es jetzt nochmal Tee. Und eine Mieze, von dem Tee kannst du nichts abkriegen. Oh, sie pennt jetzt. Jetzt ist zufrieden. Ist zufrieden, wie Larissa sagt. Hat ja ein bisschen was von Larissa bekommen. Hat ihr geschmeckt und jetzt wird geschlafen. Tee ist alle. Mieze schläft immer noch. Warte mal. Ah, ein bisschen Licht an. Ja, jetzt sieht man sie ein bisschen besser. Und jetzt bin ich gespannt auf die Rechnung. Mieze schläft noch. So, wir machen es auf nach Hause. 159 Lira für alles. Okay, geht in Ordnung. Hier geschmacklich, ihr Essen, super Qualität. Kann man ausgeben.